So, Leute, da sind wir beim nächsten Booster und ich habe nochmal Mystery Booster Convention Edition in die Finger bekommen. Und ja, Convention Edition, wer es nicht kennt, beziehungsweise Mystery Booster sind Karten, die ihr zum Draften sollten. Ihr sollt diese Booster draften, macht nicht das wie ich und kauft einen Booster zum Aufmachen. Kauft lieber drei und draftet damit. Und hier ist es besonders cool, das ist die Mystery Booster Convention Edition, der Reprint tatsächlich. Steht das eigentlich mit drauf, dass sie von 20, ja, Convention Edition 2021 Convention Edition, auf den alten steht es nicht drauf. Und ja, dementsprechend, ja, ganz, ganz cool. Ihr werdet ja sehen, wie die Karten aussehen. Gerade hinten die letzte Karte ist sehr, sehr interessant für die meisten. Wir haben Court Street Denizen. 3-Mana-2-2. Immer wenn die oder eine andere weiße Kreatur ins Spielfeld kommt, tappen wir eine andere Kreatur, die hinter kontrolliert. Okay. Das ist ein komisches Set. Aus Dominaria, glaube ich. Ich weiß es schon gar nicht mehr, was dieses Set war. Wow, das ist bad. 5-Mana-3-4. Wenn sie ins Spielfeld kommt, tappen wir eine andere Kreatur, die hinter kontrolliert. Das können die öfter. Schade, Course. 2 Mana, wir ziehen 2 Karten, dann werfen eine Karte ab. Es sei denn, das Spiel hat, ja, angegriffen. Sehr, sehr coole Karte. Sehr, sehr coole Karte. Thoughtscour, oh mein Gott, hier, richtig gute blaue Karten. 1 Mana, wir millen 2 Karten oder der Gegner millt 2 Karten und dann ziehen wir eine Karte. Ja, wird andauernd gespielt. Gute, gute Karte. Dann haben wir Certain Death. 6 Mana, Sorcery, wir zerstören eine Kreatur. Der Beherrscher verliert 2 Leben, wir kriegen 2 Leben. So ist es richtig. Hier mit dem guten Slenderman. Dann haben wir Lord of the Accursed. 3-Mana-2-3. Andere Zombies, die wir kontrollieren kriegen, plus 1-1. Für ein farbloses und schwarzes Tappen. Alle Zombies haben Menace. Barrage of Boulders. Oh, Goblins. Goblins. 3 Mana. Barrage of Boulders fügt jeder Kreatur einen Schaden zu, die man nicht kontrolliert. Und wenn man eine Stärke mit 4 oder mehr hat, können diese Kreatur auch nicht blocken. Das ist nicht schlecht. Boulder Salvador. Da oben ist ein. Seht ihr das? Ja, einfach mal ein Produktfehler denn. Danke, Wizards. 5 Mana Sorcery, wir fügen 4 Schaden auf eine Kreatur zu mit 2 Mana Scourge. Das heißt, wenn ihr den als zweiten Zauber spielt, dann könnt ihr ihn halt für 2 Mana spielen. Wow. Centurio Cursor 3-Mana-3-3 ohne Effekt. Nice. Elephant Guide aus, ich glaube, Eternal Masters. 3 Mana, die verzauberte Kreatur kriegt +3/+3. Und wenn sie stirbt, kriegt ihr einen 3-3 Elefanten. Sehr, sehr cool. Und Hidden Stockpile, oh mein Gott. Ein schwarzes, ein weißes mit Revolt. Das heißt, zu Beginn des Endsteps, wenn ihr eine Kreatur verloren habt, kriegt ihr auch einen 1-1 farblosen Servo-Artefakt-Token. Und ihr könnt für 1 Mana eine Kreatur opfern, um eine 1 Square durchzuführen. Ja, ist sehr, sehr cool. Field of Ruin, Alter, das Booster. Tappen für ein farbloses, 2 Mana tappen, opfern, wir zerstören ein Non-Basic Land, das ein Gegner kontrolliert und jeder Spieler darf den Decken am Standland durchsuchen. Ist nicht mehr viel wert, aber das ist so ein starkes Booster, wow. Sakashima the Imposter, wow. Das ist der, 4 Mana, 3-1, Legendary Human Rogue mit einem wunderschönen Artwork, jetzt wo Kamigawa gespoilert wurde, für ein, natürlich mega, dementsprechend cool. Und wenn der ins Spielfeld kommt, kommt der als Kreatur, als Kopie einer Kreatur ins Spiel, wenn ihr das wollt. Außer, dass sie den Effekt hat, dass sie für 4 Mana zurück auf die Hand genommen werden kann. Und ja, dass der Name immer noch Sakashima the Imposter ist, sehr, sehr wichtig für Commander-Spieler. Weil, wenn ihr damit euren Commander kopiert, dann habt ihr 2 Mana Commander. Und wir haben eine Yuriko the Tiger Shadow. Wir haben 2 Rares hier drin. Wow, 3-Mana-1-3 Commander Ninjutsu. Das heißt, ihr könnt sie aus der Commander-Zone bringen oder von der Hand. Für 2 Mana, indem ihr eine angreifende, ungeblockte Kreatur zurück auf die Hand nimmt. Wenn die mit einem Kampfschaden zufügt, deckt die oberste oder irgendeine Ninja, deckt die oberste Karte aus Decks auf und fügt X Schaden zu, wo X die Anzahl an Mana-Kosten sind. Ein Kollege von mir hat da mal ein wunderschönes Commander-Deck gebaut. Ich spiele sie am Legacy. Super schöne einsatzbare Karte. Nice. Und wir haben Planequake. Ein rotes und X. Planequake, also Cardname, fügt X Schaden zu an jeder Kreatur, die nicht fliegen kann und an jedem Planeswalker. Okay. Und wenn X. Was zur Hölle? Wenn X 10 oder mehr ist, öffnen wir ein Uncovered Cavern Plot Booster. Kann mir irgendjemand von euch sagen, was ein Uncovered Cavern Plot Booster ist? Open the Uncovered Cavern Plot Booster. Kann mir das jemand erklären? Ich verstehe es nicht. Gut, danke. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ob ihr seht. Ciao, ciao.